Okay, Leute, es geht weiter. Ja, es hat sich einiges getan, oder? Nein, nein, habe ich noch nichts. Ach ja, doch, doch, ich habe neue Magie gelernt. Hast und Aura. Barriere, ich habe ein paar Zauber gelöscht, die ich nicht mehr so gebraucht habe, wie Blink und Anti und die ganzen anderen Sachen. Hast und Aura. Hab ich von bestimmten Monstern bekommen im nächsten Dungeon. Ich war schon mal drin und hab mal die geholt. Es lohnt sich auch die zu holen, weil. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Diese Gegner, diese Gegner. Ach, hier. Die Magie kennt ihr noch. Es gibt noch die höhere Stufe Magus. Da kann man Aura, Exitus, Hast, Frosch und Saugen bekommen. Diamantane, Ban, Grimoire, Saugen, Grimoire, Flair, Esprit. Kann man alles da bekommen. Die Zauber sind mir jetzt egal. Nur Aura und Hass brauche ich, weil damit kann ich meine Truppe dann buffen. Ich benutze ja keine Waffen, deswegen kann ich die dann buffen und dann machen sie sehr viel Schaden. Und das ist das Gute. Alle haben das Aura-Ding und alles. Er hat auch noch Barrieren Wall, habe ich noch beigebracht. Hass und Aura so zwei Stufe 2 gemacht. Und wir sind in Aldea. Aldea? Aldea? Hieß die Stadt so? Hieß die Stadt so? Ich weiß nicht mehr. Wir werden als erstes Schloss Finn zurückerobern. Prinzessin Hilda und Prinz Gordon halten sich in der Nähe des neu errichteten Lagers auf. Stoßt zu ihnen und unterstützt sie, so gut ihr könnt. Also alle sind in diesem Dorf geflohen. Wir können in diesem Dorf jetzt momentan nichts machen, außer schlafen und Sachen kaufen. Und wir müssen jetzt den Weg zurück. Ich hab das mal kurz geschnitten, den Weg hierhin. Das ist sowieso unnötig. Ihr wisst sowieso, wie der Weg ist. Und das Lager ist hier. Das ist das Lager. Die Leute erzählen nichts Interessantes. Also scheißt auf die sind sowieso alle Copy-Paste. Alle sagen das gleiche. Prinz Gordon, ihr werdet die Haupttruppe anführen. Während meine Truppe euch den Weg frei machen, werdet ihr das Schloss stürmen und den dortigen Befehlshaber eliminieren. Wir sind jetzt Auftragskiller oder was? Frier und Maria, Guy, danke für eure Rettung. Wie ich hörte, habt ihr auch den Zerstörer vernichtet. Mir fehlen die Worte, um meinen Dank auszudrücken. Ich weiß, was. Sei unbesorgt, Frier, ich bin die echte Prinzessin. Aber warum errötest du? Sphären war geil auf sie in der letzten Folge. Der kleine Bastard. Okay, wir müssen ins Schloss. Okay, wir müssen ins Schloss. Hier sind wir im Schloss. Und da ist die Hure. Hey, ihr wollt doch nicht etwa ohne mich gehen? Doch. Wir wollen ohne dich gehen. Du bist so ein nutzloser, verdammter Charakter. Ohne Sinn. Ich sag, diese Hunde haben meinen Charakter Ferien umgebracht. Ich hasse diese Zombies, die irgendwie 1000 Schaden bei mir abziehen. Ich verstehe nicht, wieso. Elender Bastarde. Seid ihr verreckt in der Hölle. Okay. Da, Bastarde. Ich mag den nicht. Oh, na. Ich mach sie mal ein bisschen nach vorne, damit sie irgendwie Schaden machen kann. Okay. Ich hasse diese verdammten Spenster und diese Revenant oder wie die heißen. Ich niesen. Okay, da ist nichts. Geh erstmal diesen Weg mal. Ich hasse diese Bastarde von Gegnern. Wieso sind die so eklig? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch die beste Ausrüstung im Moment. Was fehlt mir denn? Hier, Haarnadel. Ich verstehe es nicht. Gibt's hier auch irgendwas? Spiegel, okay. Okay, dann nichts. Oh nein! Ach, das wird lange dauern. Die sind jetzt alle Flair Stufe 10.
Man kann es auch übertreiben, aber egal. Boy. Ja, komm. Sau. Kleine Schwuchtel. Ach, komm jetzt. Danke. Beam. Beam. Du machst mal Blitz und du machst auch mal Blitz. Oh nein, nicht Frosch. Bitte, 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 bitte nicht. Gut so. Schokobos. Wer ist was? Ich hoffe. Och, du behinderte, verkackte. Das sieht so cartoonmäßig aus. Wie die, irgendwie die Frösche gerade runterfallen. Darf ich auch irgendwas machen? Ich hasse diese Gegnergruppe, wenn die. Du Hure. Bitte stirbt alle. Geh wenigstens zwei. Wenigstens zwei. Das wird nicht so viel Schaden machen. Beamstufe. Okay, einer ist tot. Das ist gut. Dann töten wir die jetzt alle mal. Ach, stopp. Ach, komm jetzt. Ich hab keinen Bock. Das dauert immer so lange bei denen. Ja, Eisstufe. Ja, guck den Schaden, Mann. Fick dich einfach und stirb. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, es diese verfickten Zombies und dann diese komischen Ritter, Magus, verfickte. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin auch noch krank. Wieso existierst du eigentlich? Deine Existenz hat so keinen Sinn, Layla. Okay. Froschgrimor, Mithrilax, Mithrilhelm, Saugengrimor, Diamantanisch. Warte mal, rüsten, Diamantanisch. Huh, mit Diamanten bestückter Brustharnisch. Brustharnisch. Stolze Brust und so. Die stolze Brust, die stolze Brust. Das muss doch sein, die stolze Brust. Kriegen wir hier die Diamantanisch. Und was kriegen wir hier? Goldharnisch. Also Diamantanisch ist besser. Vielleicht gehe ich auf Farm, also die Diamantanische. Wie ich die gerade gesehen habe, sind die auch sehr effektiv. Ich glaube, dann werde ich auch mal öfters hier vorbeikommen und kämpfen. Okay. Ich habe so einen fetten Husten gehabt. Exodus Grimoire. Frosch Grimoire. Steiner Grimoire, okay. Ich habe jetzt Froschgrimmer und E-Spirit. Komme ich irgendwie in Digimon vor. Ach, ich hasse diese Monster. Wie in Digimon vor, also was ich sagen wollte, ich habe das jetzt bekommen von der Gegnersorte. Ach, stell dir den Kampf raus und wir sehen uns bei der rechten Seite. Okay, es geht weiter. Dumme Schlampe. Speichern wir mal ab. Oh, ich hasse das. Ah, hier, ich bin mal. Ach, die hat schon eine Goldrüstung. Okay. Ah. Ach man. Leck mich doch. Ich habe keinen Bock mehr auf Zufallskämpfe. Mann. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Froschgrimo bekommen. Du bist der Anführer von denen, oder was? Du kleine Schweinebacke. Komm her, warte, dich bringe ich jetzt um. Dann gehen die ganzen Monster weg. Da habe ich endlich meine Freizeit wieder. Okay, komm.
Rebellen? Wo sind meine Soldaten? Oh, ihr hinterhältiges Ungetier, ihr sollt verrecken. Gotos, Angriff, Angriff, Angriff. Ich hätte auch mit Beam machen können. Hassstufe 6. Yay. Aber Tonic ist trotzdem schneller als du. Oder soll ich Beam machen? Ach komm, ich mache auch Beam und dann Angriff, Angriff. Trankstufe. Es gibt Trank? Was ist Trank? Was ist das für ein Zaubertrank? Kann ich damit auch mal Angriff erhöhen? Wenn ich das kann. Ach, schade, der ist schon tot. Den, 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 den. Wille von Firion. Messerstufe. Ey, ey, ey. Geht doch. Der Befehlshaber wurde bezwungen. Yay, jetzt gibt's Dankeschön. Endlich haben wir unseren Thron zurückerobert. Ich bin euch allen zutiefst dankbar. Ohne euch hätten wir diese Tat nicht vollbringen können. Yep. Ach so, mir doch schon lange haben wir nichts von ihm mehr gehört. Mir blutet das Herz, wenn ich euch unmittelbar nach dieser erfolgreichen Schlacht wieder fortschicken möchte. Bricht auf Mesidia. Prüfen Mesidia. Mesidia ist das Land der Magier. Ohne ihre magischen Hilfe wird es uns nicht gelingen, den Imperator zu entmachten. Ich hörte eins von einem ultimativen Zauber, der im Turm von Mesidia Lernen. Masken. Prüfen Masken. In der unterirdischen Gewölbe dieses Schlosses befindet sich die weiße Maske. Um die unterirdische Gewölbe betreten zu können, muss man ein alter Zauber Ecomet Torres gesprochen werden. Lernen. Prüfen. Leider ist mir nicht bekannt, wo der Eingang zu den unterirdischen Gewölbe ist. Okay, das brauchten wir. Es ist einzig und allein verdient, dass wir das Schloss zurückerobern konnten. Doch ich mache mir Sorgen um unseren Weißmagier Menu. Will ich den nach Mesidia reisen, um ihn herauszufinden? Prüfen. Jeder weiß, in den Gemächern dieses Schlosses aussuchen. Doch wenn nicht ein. Kann er vielleicht weiterhelfen? Wo ist denn Paul, der verdammte Bastard? Wo ist Paulchen? Wo ist Paulchen? Okay, ich kann jetzt alles erkunden. Okay, ich kann jetzt alles erkunden, aber was heißt jetzt alles? Es kommen keine Zufallskämpfe mehr. Was sagt ihr denn? Die Treppen führen zum Thronsaal. Ach, wirklich? Schwör mal. Ja. Wie zum Geier komme ich da in die andere Ecke da? Hä, wie komme ich da rein? Es gibt bestimmt einen Weg. Da muss ich extra nachgucken. Das werde ich dann auch. Okay, ich habe rausgefunden, wo die Schätze sind. Am Mausweg. Also, man muss durch hier durch und dann kann man da rein und Riesenhandschuhe halten. Das war der erste Schatz. Weiter links gibt es nichts, also wenn ihr da unten bleibt. Und hier ist der nächste mit dem Schatz. Werkkeule erhalten. Okay, das war's dann. Mit den Schätzen. Und jetzt gehen wir mal in die Stadt hin. Und da können wir eigentlich mal ein paar Sachen kaufen. Zum ersten Mal in diesem verfickten Spiel. Vielen Dank, ohne euch hätten wir diese feindlichen Soldaten niemals in die Flucht geschlagen. Ihr habt also den großen Marker erledigt? Ihr seid klasse. Hey, wie schön, dass ich wieder hier wohnen kann. Finn ist wieder unser. Stolz werden wir die Flagge der Wildrose hissen, damit alle Herren Länder davon erfahren. Hey, hey. Und Zauber, was hast du zu bieten? Antizett, Wicht, Nebel, Gemach. Antizett, Wicht. Ach, was bringt mir diese Zauber eigentlich? Nichts. Die bringen einfach gar nichts. Also kaufe ich die auch nicht. Und Ausrüstung. Kaufen. Windschneide, Flammenbogen, ja. Warte. Werkkeule. Rüsten. Was willst du haben? Eine Werkkeule oder was? Nein, Magierstab kriegst du nicht. Stab für den Kampf. Ach, Christia Flammspeer, sei froh. Ich mag die sowieso nicht, das habt ihr schon bestimmt gemerkt. Goldschild, Riesenhelm,
Hier, Goldharnisch, freu dich jetzt ein Keks. Rüsten. Riesenhelm, yep. Hier, du willst eine Ritterrüstung? Ach, leck mich, Chris Goldharnisch. Du bist kein Ritter, du bist eine... Ach, ich sag es nicht, ihr wisst sowieso, was hier ist. Kirche, hey, hey. Und gibt es jetzt in diesem Haus mal ein paar Bewohner? Wer bist du denn? Hallöchen, wie geht's denn? Sowas verschafft mir die Ehre. Prüfen. Ihr sucht also die geheime Tür, die euch ins dunkle Kellergewölbe führt. Und wozu? Um eine weiße Maske zu holen? Hört sich zu ordinär an, als dass es was Kostbares sein könnte. Also, es gibt einen geheimen Durchgang in der rechten hinteren Ecke des Thronsaals. Seid ihr jetzt unter die Sammler gegangen, oder wie? Danke, Paulchen. Hast du eine Frau? Nein! Masturbation ist angesagt bei ihm. Denn, haben sie in dieser Zeit eigentlich schon Puffs gehabt? Weiß ich gar nicht. Bucher. Nein, Bucher ist nicht Bucher. Was ist los wieder mit mir? Ach, in diesem Part zeige ich noch, wie ich die weiße Maske hole. Und danach ist der Part auch zu Ende. Ich will mal sehen, wie viele Parts ich dafür brauche. Vielleicht auch 20 oder 21 Parts. Ja, aber ich glaube weniger, weil hier keine optionalen Dungeons gibt. Ich gehe mal in den Pub und guck mal, was da jetzt los ist. Ob das immer noch mein Besitz ist. Ob ich irgendwas Geld angeschafft habe. Okay, ich bin pleite. Das Pub ist ruiniert mit mir. Okay, Thronsaal sollen wir aber erstmal speichern, dass wir das gemacht haben. Warte, wie viel LP hat Maria, meine ich? Ach, Ferien hat schon fast eine maximale AP. Das freut mich. In der rechten hintere Ecke. Nichts Besonderes zu erkennen. Prüfen. Ein Loch ist in der Wand. Es ist eine geheime Tür. Okay. Hey. Denn. Fickt euch doch, ihr verfickten Monster. Unfähiges. Ey, Leute, ich hab keinen Bock mehr. Echt jetzt. Diese verfickten Monster. Es bringt mir gar nichts, dass ich so ein hohes, so viel HP habe. Die ficken mich trotzdem alle. Ich will das gar nicht. Boah, ich dachte, ich muss gleich niesen. Oh, ich klinge so verschnupft. Das klingt nicht gut. Oh. Augentropfen, dankeschön. Nicht soll Vita sein. Vita hat meinen Arsch gerettet, aber richtig. Oh, Leute, ihr wisst nicht, was für eine Aggression ich jetzt habe. The Monster! Wams erhalten. War es nicht was ganz Altes? Was man Anfang des Spiels anhatte? Was soll ich damit? Oh, komm. Oh, na. Messer halten. Ich gucke. Okay. Wir sehen uns bei der Treppe da oben. Okay, es geht weiter. Ach, Leute, diese verfickten Motherfucker-Monster, die. Fick mich doch so richtig in den Arsch. Und nicht auf die gute Weise. Obwohl es, ich weiß gar nicht, ob es eine gute Weise gibt, in den Arsch gefickt zu werden. Außer wenn man Arschfetischist ist. Und wieso spreche ich gerade dieses Thema in diesem Moment an? Ach, ich bin so krank. Ich bin krank im Kopf. Verdammt. Oh nein. Ach, Hirni haben wir noch nicht gesehen. Gesehen, ist klar, ist gesehen. Ich gesehen, deutsche Grammatik. Jetzt zeige ich mal Hörni. Hörni! Dödön. Ja, ihre MP kannst du klauen, die hat sowieso nichts so drauf. Stirb, Hörni. Danke, und stirb du auch. Ich hoffe, diese verfickten Geistermatzer kommen nie wieder.
Yeah. Wechsler, okay. Oh nein, ich hoffe, okay, Miss. Wie viel hast du von mir? Ach du Okay, ich hoffe, das klappt nicht. Denn doch ist es eigentlich auch was Gutes, weil dann level ich auch mein HP, mein MP und das alles. Gut gemacht, Layla. Glaube ich, das ist das erste Mal in dem Let's Play, dass ich sie mal irgendwie gut behandelt habe. Wie einen Menschen. Yep. Jungfernkuss. Guck mal kurz rum und dann sehen wir uns bei den Treppen ganz rechts da. Okay. Ja, es gibt in Dungeon nichts mehr. Also ich habe alles perfekt geholt. Wie viel Ether habe ich eigentlich noch? Elixier habe ich 1. Ether habe ich... Ich brauche auch ein bisschen MP. Speichern. Layla kann mich am Arsch. Okay. Okay. Langsam habe ich keinen Bock mehr drauf. Ah. Ach, wie groß ist das noch? Vita. So. Ich hab keinen Bock mehr, sie kann auch verrecken. Oh. Ah. Ach, leck mich. Nicht. Ich hoffe wirklich, dass das Video nicht so lange wird. Judas-san. Okay. Flammenrüstung. Ist es besser? Eigentlich schon. Weil er kann das eher gebrauchen. Danke. Die Entwickler enttäuschen mich langsam mehr und mehr. Endgültig haben sie mich enttäuscht. Pro und overlevelt sein, wenn ich am Endgegner bin. ...21 Minuten schon. Bitte, paar Schätze. Gorgimera. Mundgeruch. Okay, Flammenstufe 7. Gorgimera. Okay. Mundgeruch. Das will nicht jeder haben. Stirbst du? Aber jetzt. Wusste ich doch. Mann. Bin schon mal 23 Minuten. Warte, mit dem anderen Part sind das 36 Minuten und wie viel Kampf davon ist das, weiß ich nicht. Ach, sehen wir mal einfach, wie lang dieser Part einfach wird. Ach, junge Mann. Wir haben alle jetzt Zähne gebohrt, das bringt nichts. Es bringt nichts. Wir haben alle saubere Zähne. Alles weiß und putzig. Orikalb, komm. Musst du so husten. Okay, haben wir dann auch. Oh Mann. Das Video wird länger dauern. Habe ich jetzt einer von den Masken? Weiße Maske erhalten. Danke.
Alles nur für diese Maske. Alles nur für diese Maske. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Und da bin ich da auf dem Meer. Da suchen wir uns die andere Maske, die schwarze Maske. Bis bald.